So, willkommen zu einer neuen Aufnahme von EverQuest 2. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen und wir haben eine Erforschung fertig. Oh, ich übersteuere auf der linken Seite. Wieso? Ich hab doch gar nichts umgestellt an sich. Naja, vielleicht ist es so besser. Wir gucken mal. Ich so ist aber zu leise. Vielleicht so. Okay. Gut. Wir nehmen einmal den Spell mit. Achso, wir können ja direkt eigentlich was Neues. Aber wir warten erstmal bis Level up. Gut. Wenn ich mich recht dran erinnere, kann ich mich an nichts mehr erinnern, was wir gemacht haben an sich. Aber hier haben wir... Hier haben wir... Ach so, wir wollten ja hier oben, glaube ich, das machen. Wenn ich mich recht entsinne, dann können wir auch direkt mal dahin laufen und uns an diese Quest wagen. So, bei der nächsten Aufnahme wird auf jeden Fall die Lichterbe dabei sein. Das werde ich zwischendurch mal einwerfen. Eventuell werde ich sogar morgen eine Aufnahme machen über die Lichterbe. Aber ich habe jetzt nämlich ein Problem. Und zwar habe ich keine... EQ2-Folgen mehr. Das heißt, wenn ich gleich die nächste Folge freigeschaltet habe, muss ich warten, bis ich jetzt hier von dieser Aufnahme das alles fertig gerendert habe. Denn dann muss die Folge raus, damit ich sie morgen früh freischalten kann und das Internet halt wieder frei ist. Mann. Bisschen komisch gerade hier, weil... ich habe gerade mit meinem anderen Hexenmeister gespielt und der ist ja jetzt Level, ich glaube, 67 oder 68. Und da habe ich noch ein paar viele mehr Spells mehr. Ein paar viele mehr, so, ne? Und das hat mich gerade irgendwie irritiert. Auf jeden Fall sind wir gleich Level 29, was mich auf jeden Fall schon mal hier erfreut. Na komm schon. So, Level 29 haben wir erreicht. Ich wünsche uns dann mal alles Gute fürs nächste Level, ne? Verursacht 206 bis 380... Kommt der raus und der rein. So, gut. Okay, und noch eine Schatztruhe. Mann, das ist ja heute schick. Habe ich eigentlich... Nee, ich habe hier immer noch die kleinen Taschen. Gut, ich werde mal gucken, dass ich eine größere Tasche dann auch kriege, wenn wir hier mit Level 34... das Ganze machen. Also mit 34 dem Mastercraft, den Sachen sind ja schon alle fertig. Okay, den haben wir ja auch. Jetzt muss ich mal gucken, wo sind denn jetzt hier die nächsten? Ne, das sind die nicht. Das sind die eigentlich auch nicht. Da hinten nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Oh, keine Ahnung, werden wir schon sehen. Ja, letztes Mal mussten wir, glaube ich, hier uns umsehen, die Informationen bringen und diesmal müssen wir halt quasi handeln, wenn ich das mal so ausdrücken soll. Und ich brauche hier auch wesentlich länger für einen Mob als mit meinem anderen Char, was ist mich gerade ein bisschen alles irritiert, weil ich gerade einfach rübergesprungen bin von einem Char zum anderen. Ah, guck mal, hier haben wir auch welche, die wir killen können müssen. Ich weiß gar nicht, wo sind die genau? Ach, hier unten bestimmt, ne? Ah. Immer in dem Augenblick, wo man es nicht gebrauchen kann, geht dieses schicke Fenster auf. So. Einmal davon. Einmal davon.
Oh, das waren jetzt etwas viele. Aber der erste ist schon tot. Okay, das schaffen wir schon. Wir sind dafür ja ausgelegt. Ja, mit der Lichterbe, die wir fertig machen wollten, wollen, müssen, da wird uns jemand helfen und da werden wir auch ich muss mal das Mikro ein bisschen so. So. Und da müssen wir auch nein, müssen nicht, aber ich werde überfüllt. Hallo. Corono. Sei gegrüßt, wollte ich mal so sagen. Nein, falsche Taste. Ich sehe die Tasten hier so mit dem Mikro davor nicht. Das raus, das rein und dann können wir gleich... Machen wir hier zusammen. Moment, ich telle ihn einmal kurz an. Sagt... Ach nee, so geht das nicht. Ich nehme dabei ein Let's Play auf, wenn dich das nicht stört, können wir hier oben zusammen weitermachen. Ja, warten wir mal ab. Was er schreibt. So, dann laden wir ihn mal in eine Gruppe ein. Alles klar. So. Hallo. Kann dir auch gerne dann den Link von dem Video geben. Söldner brauchen wir dann ja nicht. Alles klar. Ups, dann schmeiße ich einmal kurz meinen Söldner raus. So. Hab gar nicht gefragt, ob er fertig ist. Normalerweise fragt man immer, ob jemand bereit ist, aber das wird schon passen. Denke ich mal. Also er ist Inquisitor, das heißt, er heilt uns normalerweise die ganze Zeit hoch. Und wir müssen natürlich Damage austeilen. Aber das mit dem Heilen sieht irgendwie ein bisschen mies gerade aus. Ich sehe da auch leider nicht jetzt so einfach und habe auch nicht drauf geachtet, inwieweit er jetzt natürlich heilt und Damage macht und ob er mich überhaupt heilen kann, weil man kann einen guten Heiler haben, ist keine Frage, der einen aber trotzdem nicht heilen kann, aus dem einfachen Grund, weil er nicht die richtige Ausrüstung dafür hat. Boah, ich übersteuere extrem. So. Aber das war auf jeden Fall schon mal gut. Muss ich hier noch was? Nein, ich glaube, hier muss ich nichts machen. Gucken wir mal weiter. So, fragen wir ihn mal, ob er auch hier eine Quest hat. Ich denke mal. Kann ich mir gut vorstellen. Das war ein Punkt davon, ja. Dann haben wir... Oh, nicht hohl. Wohl die gleiche. Vermutlich. Kann natürlich auch sein, dass er noch eine andere hat, aber... Okay.
Also ein Inqui, der kann auch mal ganz gut Schaden an sich raus berätseln. Meiner Meinung nach kann der Templer noch besser heilen als der Inquisitor. So, ich muss einmal noch mal kurz was hier in der Gruppenoption. Hallo? Gruppenoption, da. Nämlich Bedürfnis für Gier. So. Find ich deutlich besser. Weil so, wer was braucht, kann Bedürfnis klicken. Und wenn man es nicht braucht, wird es halt ausgelost. Also ich habe ja gerade erzählt, meiner Meinung nach ist der kann der Templer mehr heilen, aber dafür weniger Schaden austeilen. Oh, ich übersteuere immer noch. Verstehe ich heute gar nicht. So, und dementsprechend kann der ja irgendwie mehr Dinge, mehr Schaden machen, aber das habe ich ja gerade schon irgendwie. Bin auch heute ein bisschen fertig. Hab mich gerade eine relativ lange Fahrradtour hinter mir. Hatte ich einfach Bock drauf. Musste ich mal machen. So. Auf jeden Fall, alles, was ich hier übers Heilen erzähle und so weiter, ist unserem guten Kollegen hier nicht böse anzurechnen. So. Da klicke ich Bedarf, weil brauche ich. Oh, mein Inventar ist ja voll. Sagten wir ja bereits. Da können wir jetzt Gear klicken. Weil brauchen wir ja nicht unbedingt. So. Okay. Oh, oh. Na, warum können wir die denn nicht anklicken? Also, die Updates haben wir nicht bekommen. Habe ich nicht bekommen. Denke, wir müssen auf Free Spawn warten. So. Okay, scheinen alle zu sein. Machen wir erstmal weiter. So, das ist ja was ganz Nettes, was wir eigentlich genau hinkriegen sollten. Ich muss da jetzt eigentlich auch darauf achten, dass ich hier die ganze Zeit Aggro habe. Ich muss gucken, was ich hier meine Aggro-Leiste reinkriege, wenn wir in Gruppen spielen. Aber jetzt kloppt er, glaube ich, sowieso auf mich drauf. Genau. So, er hat ein Level gemacht, das sehen wir hier an dem an diesem ja, dieses Ding, was da runterkam. So, auf jeden Fall müssen wir ihm Glück wünschen dabei. So, dann war die nächste. Oh, freue mich ja schon auf Apokalypse, muss ich ja mal so sagen. Ganz ehrlich, der Spell ist einfach Hammer. So, und wir haben einen alternativen Erfahrungspunkt gekriegt. Oh, wir haben zwei offen. Ist aber nicht nett. Auf jeden Fall da rein und den anderen zur. Da. So.
Wir essen eine Feenbeere. Oh, wie süß. Kommt mir ja gleich ganz tosig vor. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt.